Hallo, meine lieben Zuschauer, und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Diesmal spielen wir Roblox zusammen mit dem Creamy. Und natürlich mir auch von meiner Seite Hallo zu meinen Abonnenten sagen und Leute, die mich gucken. Und begrüße euch herzlich zum zweiten Teil dieses kurzen Let's Shows. Ja, das passt eigentlich. Vom Flight Simulator. Ja, Creamy nimmt bei sich auf, ich nehme natürlich auch noch auf. Bei ihm ist es die zweite Folge, bei mir erst die erste. Also es wird auch nur eine Folge geben, deswegen. Bei mir war es so, er hat nicht so viel Budget zum Aufnehmen, ich habe ein bisschen mehr Budget. Ja, genau. So. Wenn ihr den ersten Teil geguckt habt, solltet ihr es eigentlich schon alles kennen. Falls nicht, dann blende ich es euch jetzt oben rechts ein. Guckt ihn euch am besten an, dort erkläre ich so eigentlich alles. Und das ist einfach jetzt nochmal ein zweiter Part, wo wir einfach ein bisschen spielen. Je nach kann ich auch noch ein paar lustige Flughäfen zeigen. Ja, und ich bin einfach deine Eskorte. Ja. Ich muss erstmal im Flugzeug reinkommen. Ah, verdammt. Ey, ist noch nicht wahr jetzt. Ich will, hallo. Ich will in mein Flugzeug rein. Dankeschön. Alter, sieht das geil aus. Okay, also, du fährst wahrscheinlich schon mal auf die Rollbahn, oder? Ja, bin auch schon fast da. Ja, ihr seht, ich bin ziemlich groß. Creamy, wo ist Creamy? Da hinten ist er. Lädt gerade noch. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Meine Güte. Falls euch wundert, wie die Red Gamer Ingame heißt, er ist PPWR, ich heiße Queen gesagt, was ich. Fragt mich bitte nicht, wer mir da bei diesem Namen in den Kopf geschissen hat. Ja, das würde jetzt mal kann halt seinen Namen verändern. Mein Account ist still. Ja, ich habe jetzt so viele geile Sachen auf dem Account. Ihr seht, ja, ich hab die ganzen Barcelona-Sachen, deshalb. Ich habe einen geilen Tank, hab einen Jet und. Ach du Scheibenkleister. Ich eskortiere dich mit dem Ding, ja. Schnell wegfliegen vor dem. Okay, er dreht ab. Wir drehen aber auch. Ach, versteht ihr, weil. Abdrehen. Na. Oh nein. Oh, bitte nicht gegen die Futec. Oh nein. Das gibt. Ja, das passiert. Da verpackt das Flugzeug. Hoppa. Ja, das nenne ich mal einen gelungenen Start. Viertbeste, komm. Ah, wir können das schaffen. Oh, knappe Kiste, ganz knappe Kiste. Hui. Übrigens, was ihr noch gar nicht gefragt habt, wie findet ihr eigentlich mein neues Intro und Outro? Schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Ja. Ach, stimmt, mein Outro habe ich noch gar nicht hochgeladen. Ups. Ah, das habe ich, das muss ich nochmal neu erstellen. Wir gehen kurz nach Radio Rockford. Ja, können wir. Ich eskortiere dich, ich sage, wo du landen musst, ne? Ich bin ja schneller als du. Ich würde ja auf der großen Landebahn landen. Ja, ich sag, welche Richtung du musst. Guck mal, ihr seht ihn da schon. Ich erreiche ihn gleich. Warum bist du schneller als ich? Na gut, ich komme gleich auf die 300 hoch. Das Flugzeug ist etwas größer, deswegen braucht es etwas länger zu beschleunigen. Dort kann ich für euch auch auf einen großen Brocken umsteigen, wie einen mit Boeing 747. So, ich mach mal Autopilot an, zack. Jetzt kann ich mich hier selber drehen. Oh, der sieht relativ schön aus. Sag ich mal, die fahre das mal weg. Wie? Also schaut euch mal diesen Tankkapitän an. Ich meine, der ist eigentlich relativ. Oh, guck mal, wir überholen ihn gleich. Was soll ich extra mal zu dir? Ich überhole dich gerade von unten. Guck mal nach unten. Geht recht schlecht. Einfach einmal C drücken.
zusammen unter mir vorbeigeschnitten. Oh, ich sollte mal vielleicht ein bisschen Gas runternehmen und und die Landedings wieder ausfahren. Und da haben wir gerade die Scheinmauer durchbrochen. Nice. Okay, jetzt muss ich einmal kurz gucken, wo ist hier der Landedings? Wir müssen ein bisschen runter beschleunigen, nicht, dass wir zu schnell sind. Weil sonst fahren wir über die Landebahn drüber. Das wollen wir nicht. Also auf die große Landebahn wolltest du, ne? Okay, das hier vorne ist die kleine. Das heißt, wir müssen ein bisschen weiter nach rechts auf jeden Fall. So, gegen 180 hingehen, ja. Ja, das sieht gut aus. Also ungefähr die Landebahn, du musst ein bisschen nach rechts auf jeden Fall und dann, also gegen 180. Und dann nach links zu 90, also wenn du an diesen blauen Türmen vorbei bist. Ah, ich sehe das. Seht ihr dieser graue Streifen da hinten? Das ist die Landebahn. Okay. Oh, lol, das schaffen wir doch niemals. Das schaffen. Oh, nee, warte mal. Die Landebahn ist da. Oh, das ist eine Straße. Oh, das ist gar nicht die Landebahn. Ups. Du musst dann gegen 90 und dann gegen 360 ungefähr. Okay, nochmal hoch, nochmal hoch. Nochmal eine neue Drehung. Ja, genau. Einfach gegen 300. Nee, gegen 90. Immer. Du siehst meinen Namen ja, ne? Unten ist ein Flughafen, dann weiß ich, wo ich hin muss. Das ist Grinderweg. Du musst aber nicht so bei. Leute, wir sind immer noch zu schnell. Oh Gott, jetzt fängt's an zu lenken. Ah, ja. Okay, jetzt muss ich nur noch ordentlich landen. Also ich darf, glaube ich, niemals Pilot werden. Ist das Fahrwerk draußen? Ja. Okay, jetzt schon First Person. Können das schaffen? Du würdest direkt der Prüfung verkacken, sage ich dir. Ach. Wir Okay, würden. das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, okay, ich bin zwar ein bisschen schräg, aber das geht. Wir müssen auf die Lange. Okay, ich tue schon mal auf P drücken, das ist nämlich gleich fürs Abbremsen. Oh, okay. Oh, Ach, P ja, ist das zum sieht gut, das geht. Abbremsen. Ja. P ist zum Abbremsen. Ja, weil du bist dadurch langsamer. Oh, okay, und wir landen. Pushback. 18. Bremsen, Pushback machen, bist gar nicht mal so dumm. Okay, wir sollten jetzt langsamer werden. Zwar hört ihr die Motoren hochgehen, aber ich habe Rückwärtsgang, das heißt, der bremst gut ab. Okay, ich bin gelandet. Ich muss jetzt noch ein bisschen ausrollen. Okay, keine Ahnung, was der Typ da macht. Aber Bin auf dem wir Landeanflug. stehen. Perfekt, und jetzt können wir wieder E drücken. Ich meine nochmal P. So. Jetzt fahren wir wieder normal. A320 an Eskorte. Bitte wechseln Sie auf Boeing 747. Bitte räumen Sie das Feld. Bitte räumen Sie das Feld. Ja, mache ich schon. Bist du hinter mir oder was? Vor dir. Nee, du bist hinter mir. Guten Tag, warum er da gerade reingekommen ist. Ich habe jetzt meine Video geschnitten. Also Hallo geschnitten. Ich habe Ehrensalat. einfach mein Intro reingepatscht und fertig ist aber. Ah, okay, das interessiert uns jetzt nicht, weil wir gerade aufnehmen. Warte, ich muss einmal kurz so hier. Ich muss nämlich kurz Ehrensalat einmal lauter stellen. Du musst mich lauter stellen. Ich will nicht Ja, ich reden. habe dich ja wieder leise gestellt. So. Uff. Uff, 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 uff. Das wollte ich jetzt nicht mehr. Ja. Ey, komm, das ist doch schöne Show hier. Ja, komm, hier bleib mal stehen. Wunderbar. Und da ist Creamy auch gelandet. Moin. So. Guten Tag. Wenn wir einsteigen, möchten Nee, Sie was ich bin auch wissen? deine Eskorte. Guck mal, wie perfekt ich hier gelandet bin. Ich fliege dich jetzt, ich flieg dich jetzt dorthin, wo du hin willst. Ja, warte, dann musst du aber zum Terminal fliegen. Nee, warte. Cutte ab jetzt. Cutte ab jetzt bei dir. Und zwar geht es dann weiter, wenn du wenn du so langsam Richtung Terminal gehst und ich bei mir im Terminal drin bin. Also Leute, Also, ich ihr mach. erlebt das jetzt gerade alles uncut, was bei Creamy nicht nee, warte mal, wie Bei heißt denn mir das? ist es uncut, bei dir ist es nicht gecut. Bei dir wird es wahrscheinlich gecut. Ich mach's uncut. Warum soll es uncut? Ist doch Ja, scheiße. ich kann noch.
Man Okay, kann also noch gucken. ich bin jetzt im Terminal. Okay, am besten dockst du bei Terminal. Ja, Meine Damen und Herren, wir erreichen unser Gate. Wir Ich erreichen schau den kurz, welches Gate Flughafen. das ist. Wir fliegen nun. Wir fahren zu Gate 1. Ist das hier Gate 1? Ich guck mal. Nein, das ist Gate 5. Wo ich gerade bin und Gate 1 ist links neben mir, oder was? Nein, Gate 1 ist ganz rechts, neben der Ganz links Etihad-Maschine. meinst du? Oh Leute, unser Flug geht gleich los. Warte, hier sind ja gar keine. Ja. Ich renne mal eben schnell zu Gate 1 rüber. Ist das? Nee, okay, es ist ganz links. Ach Gott, also das hier. Ist das hier Gate 1? Ja. Okay, also da ist unser Flugzeug. Ich setze mich erstmal hier, bis der perfekt eingeparkt hat. Du musst auch bedenken, dass du die Höhe perfekt Ja, anpasst von dem Ding, ne? weiß. Guck mal, da kommt. Warum ist dieses Ding auch im Bild? Ah. Da kommt er angerollt. Ach, ich gehe schon mal hier hin. Eigentlich darf ich das ja nicht, aber machen wir mal, ne? So. Ach, da ist er ja. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu hoch. Ah, ne, wobei. Oh. Ja, doch. Ne, muss ein bisschen weiter vor noch. Ein klein bisschen weiter vor. Ja, da, das ist soweit. Das ist schon zu weit. Bisschen zurück, langsam zurück. Ja, stopp. Perfekt. Jetzt machen wir Bitte nur noch. steigen Sie ein. Ja, Moment, ich stelle noch das Ding hier unten eins tiefer. Da. Muss man den treffen. Hey, Kannst du passen. kurz aussteigen und den Button ein Pfeil nach unten drücken? Nein! Bin ausgetimt. Bleib einfach da stehen. Einfach da stehen bleiben. Ja, ich passe dich jetzt schön an. Einfach da stehen bleiben, wo sie gerade sind. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Warum ist er ein Affe? Ist der Affe nicht ein Erfolg? Was für ein Affe. Er ist ein Affe. Das Ding. Erfolg, glaube ich. Warte, kurz, das Ding lädt eben. Hallo, Maus. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Hab's in Pfeil Amma 1. runtergedrückt. Also das Video hier ist ein bisschen chaotisch, also nicht wundern, ne? So, okay. Du bist hinten beim Terminal-Dings, ja, okay. Ich gehe da hin. Ich habe es ins eins runter gemacht. Ich hoffe, das passt jetzt besser. Ja, ich schau mal kurz. Ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal hier hoch. Hoppa, ups, das war zu hoch. Ich darf meinen Flug nicht verpassen. Oh lol. Warum bin ich jetzt aus dem Flugzeug gesprungen? Weil du die Welt erkunden wolltest. Ah, oh, da ist unser Flugzeug. Ey, sorry, Das ist sorry kein für zu die runter, ganz. das ist immer noch das. Ganz oft Das ist immer noch die gleiche Höhe, ne? Subscribe und Glocke zeigen, das ist ein habe ich aus Versehen blöd belegt bei den Hotkeys. Muss noch ändern. Das wird noch geändert für euch. Warte, ich gehe jetzt in das Flugzeug einen Moment. Bitte steigen Sie ein. Alle Passagiere bitte einsteigen. Ja, wenn ich hier nicht andauernd drüber fliegen würde. Moment, so. Wir fliegen nur wegen in wenigen Minuten los. Hast du schon aufgetankt? Ach, das Hab ist schon noch viel besser. genügend. Oh, wunderschön. Also, ich meine, mit 2, 4, 6, 8. 10, 12 Sitzplätzen. Oh. Auch schon wieder? Was ist denn das? Was ist? Bin schon wieder ausgeteilt. Ja, dann fliegen wir halt ohne sie los. Nein, Geht's halt doch nicht in Urlaub. noch ein Versuch, komm. Ich beeil mich. Jetzt bin ich schon fast vom Ge sein K Kraxeln Sie bitte über die unsichtbaren Leitern rein. Hab schon Überlänge. Der Flug wurde leider verschoben. So, warte. Also, Play jetzt schnell hier zu Gate Rockford. Da. Geh jetzt schnell zum Gate hinrennen. Da hinten stehst du ja. Activating Takeoff Systems, genau. Ah, da ist ja unser Flugzeug.
Das steht hier sogar noch wunderbar, aber ich nehme einfach diesen Weg hier hoch. Er steht nicht mehr wunderbar. Also, ich setze mich jetzt hin. Okay, ich sitze. Ich will hier ganz vorne hin. Ich will da hin. Ja, jetzt wäre ich Platz am Fenster. Hoffentlich teile ich nicht aus. Also, ich guck mal, ich habe sogar Ferngläser. Oh. Also, hier ist ein ganz kleiner Spalt zwischen den Fenstern. Aha. Ist das normal? Ja, das ist eindeutig normal. Okay, gut. Meine Damen und Herren, das System begrüßt Sie herzlich zu Ihrem Flug Alter, nach wie schnell fahren Sie denn hier auf Italien. der Rollbahn? Also wirklich? Zu Ihrem Flug nach Ezzelerani. Wir rollen zum Rolf zur Startbahn. Bitte klappen Sie Ihre Sitze, bitte stellen Sie Ihre Sitze gerade, klappen Sie Ihre Tische hoch und nicht zu vergessen. Sie wissen aber auch nicht, was Sie da reden, oder? Ja, genau, machen Sie bitte die Fensterblenden hoch und nicht zu vergessen. Einen Moment bitte. Ja, ich wusste es noch. Schalten Sie Ihre Geräte aus. Hast du jetzt gerade ernsthaft im Internet nachgeguckt? Schließen Sie bitte Ihre Gurte. Das wollte ich sagen. Wir haben hier hinten keine Gurte. Haben Sie? Nee, ja, nee, nee, stimmt, wir haben ja ein Budget gespart. Budget gespart. Sie haben keine Wir Gurte. fliegen auch nicht mit Kerosin. Wir fliegen mit Super E10. Da ist die Räuber. Oh, nee, doch nicht. Kann dieser Typ da vorne bitte mal weggehen? Dankeschön. Mein Gott, ich komme zu spät. Und nun auf Schweizerdeutsch. Betsy miteinander, mein Herz willkommen im Namen des Swiss Soll ich Teams. mal Schweizerdeutsch reden? No. Ja, Herz mach du die. willkommen im Namen vom Swiss Team. Mach du mal die Begrüßen Sie Ansagen, bitte. herzlich zu dem Flug. Was? Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Flug. Nach Ezzelerani. Nach Ezzuli, bla bla bla. Ja, warte, Quimi, ich schicke ihm noch eine Liste, was du sagen willst. Ezzulirani. Quimi, ich schicke ihm noch eine Liste, was du sagen willst. Bitte klappen Sie Ihre Tische hoch. Bitte klappen Sie Tisch auf. Wir haben keine Tische. Stellen Sie die Stühle gerade. Können wir nicht Stellen Sie die einstellen. Stühle gerade. Schließen Sie Ihre Sitzgurte. Was schließen? Ja, schließen Sie die Sitzgurte. Schließen Sie Ihre Sitzgurte. Klappen Sie die Fensterblenden hoch. Klappen Sie die Fensterblende hoch. Schalten bitte und bitte schalten Sie Ihre elektronischen Geräte ab oder versetzen Sie in den Flugmodus. Und bitte schalten Sie Ihre elektronischen Geräte ab oder schalten Sie in Flugmodus. Falls wir abstürzen sollen, übernimmt Swiss keine nix. Warte, was? Wenn wir abstürzen, übernimmt Swiss keine Verantwortung. Also, ja. Ja. Was? Wir stürzen ab? Nein, nein, keine Angst. Falsch. Keine Angst auf den billigen Platz. Das sind einfach wirklich billige Plätze. Hier Hey, das ist gibt es keine verstanden. Tische, man kann nicht verstellen, die haben keine Sitzgurte. Was ist Übrigens, ein Bus ich hab nur was? noch so ein 128 in meinem Tank. Was ist ein Bus für ein Softluden hier? Oh, genau. Und Das ist ein Ass. dafür habe ich 300 Dollar ausgegeben. Ja, das ist Und unsere das einfach Luxus-Suite. alles auf Englisch. Oh Gott. Warte, Hello, warte, warte, warte. welcome Warte, to stopp, stopp, Hello stopp, and stopp, welcome to stopp, stopp, Ezzelerani. In stopp. the name of the Swiss team. Du musst das bei Google eingeben und der muss es vorlesen. In the name of the Swiss team, we wish you a good welcome. Merry Christmas. Hello and welcome to our flight. Today we will fly to I don't know the location. I wish you a very good oncoming and hope you will not abstürzen. Herr Pilot, wollen Sie vielleicht die Fahrwerke einfahren? Ich fühle mich da eher unsicher. Nein.
I don't know how to einfahren in the Fahrwerk. I didn't learn this. I just make it for my hobby. I just make it for my hobby. I mean, I played Euro Truck Simulator, but this doesn't matter. But this doesn't is really, really compact with light. Sorry, und jetzt musst du noch was sagen auf Schüttel. Planänderung. Yes. Planänderung. Wir landen nun doch auf dem Flugzeugträger. Warte, was? Was? Nein, da kannst du nicht landen. Tschüss, ich hau ab. Ich muss hier raus. Er ist ausgestiegen. Hello guys, please jump out the plane. Ich glaube, auch wirklich gemacht. Ich auch. Zumindest bin ich hier sicherer, als wenn der jetzt versucht, ein Flugzeug auf dem Flugzeugträger zu landen, was überhaupt nicht geht. Lustige Story, ich hab's mal geschafft. Und ich bin wieder ausgetimed. Ich hab's mal geschafft, ein Flugzeug hier irgendwie aufzustechen auf der Landebahn. Okay Leute, also, ihr habt gesehen, das Spiel ist irgendwie merkwürdig. Ja. Ich lade dieses Video trotzdem hoch. Do you want to eat something? Nee, jetzt gerade nicht. Also Leute, ich wünsche... Do you want a Coca-Cola? Hallo, ich will hier gerade die Abmoderation machen. Wir machen jetzt eine Abmodi. Ja, warte, also, sag mal auf Switcher Deutsch irgendeine Abmoderation. Hello guys, welcome back. Scheiße. Sag mal auf Switcher Deutsch. Yeah. This is not really neat. Please mute your Stimme. This would be very nice. Thank you. Ja, Leute, also, ich glaube, ich beende das Video an dieser Stelle. Die sind irgendwie verrückt da drüben. Ich glaube, ich beende es einfach. Ja, ciao.